Was ist das denn? Hallo, 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 weiter geht es mit Shakespeare Fidget. Willkommen dazu und möchte heute etwas über die Gamescom reden, denn ich werde ja die ganzen Tage da sein und werde dann mal ein paar Informationen schon vorweg rausklatschen, die auch später in einem Informationsvideo noch auf meinem Kanal gelangen. Und zwar dazu, wie das über 22, 23 und noch ein anderes Zeug habe ich mit reingenommen. Und zwar sieht es ja so aus, wie jeder weiß, ich spiele Shakes and Fidget. Wie jeder weiß, ich spiele Clash of Clans Cock, beziehungsweise Let's Play diese Kisten. Und wie jeder weiß, sind das Spiele, wo ich normalerweise täglich für aufnehme. Ich bin nicht so einer, der einfach mal jetzt 20.000 Folgen am Stück aufnimmt, like a Gronk oder so. Und dann einfach alles hochlädt. Und dann für die nächsten zwei Wochen erstmal nichts wieder aufnehmen muss für dieses Spiel. Das geht leider nicht, weil es ein Browser bzw. ein Spiel ist, was sich täglich, wenn nicht sogar stündlich aktualisiert. Also täglich ist, sage ich mal so, täglich. Es gibt neue Änderungen und so weiter. Wenn ich jetzt bei COG 20 Parts vorproduzieren würde, wäre ein bisschen blöd. Und ich feiere zu Gamescom. Tja, Bewertung. Okay, wir schauen erstmal in der Gilde auf Server 22. Oh, wir sind bei dem hier. Ich gibt's ja gar nicht. Das ist ja wunderbar. Haben jetzt wie viel Prozente? 14%, Leute. Läuft bei uns. Nice. Sehr gut. Und ich kann halt nicht vorproduzieren da bei diesen Sachen. Und ich werde es trotzdem machen. Ich möchte ja für die Gamescom wirklich vorbereitet sein. Ich bin halt nicht da, in Köln. Hotel und so weiter. Das ist ja gut, 2 Stunden Fahrt. Aber trotzdem, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind 4 Tage. Und die 4 Tage muss ich irgendwie überbrücken, am besten 5, damit ich quasi einen Tag noch Puffer habe, damit ich dann abends wieder aufnehmen kann, weil ich eh wieder arbeiten muss und so weiter. Das bedeutet natürlich, ich muss etwas vorproduzieren, was ich machen werde. Ich werde Shakes the Fidget vorproduzieren, ich werde COG vorproduzieren und bei Big Bang weiß ich noch nicht, ob das irgendwas funktionieren wird. Aber ich glaube, da werden wir erstmal dann, keine Ahnung, werde ich vielleicht 2 Parts oder so aufnehmen, dann gibt es alle, oh, ich habe File Learning nachher in der Kamp. Gibt es vielleicht alle 2 Tage da ein Part, dann soll es auf jeden Fall in Ordnung sein. Ja, Server 22, übrigens gehen wir erstmal jetzt auf Charakter und Skillen, ist okay? Ist okay fürs Kühlen. Das ist alles akzeptabel und so weiter, ja. Und ich werde auf der Gamescom, wie gesagt, sein. Läuft da ein bisschen rum, alle Tage. Und ich weiß ja nicht, ob von euch da jemand ist. Und wenn er mich erkennt, ist mir das auch wurscht. Was war das denn für ein Try? Haben wir überhaupt eine Waffe an? Jan, willst du mich denn in den Popo oder was? Richtig hart von hinten oder wie? Das gibt's ja gar nicht. Oh, der gefällt mir schon besser. Jan. Und ich muss echt mal gucken, wie ich das mache. Ich werde natürlich noch vorher ein Informationsvideo rausklatschen, von wegen, wie das Ganze aussieht. Beziehungsweise wie es auf meinem Kanal in der Zeit weitergeht. Dann wieder ab Montag, beziehungsweise spätestens Dienstag. Dann darauf die Woche geht es dann normal weiter, ist ja klar. Aber was hätte ich der auf der Gamescom, denn ein riesen Elefant kommt zu mir hin und setzt sich auf mein Popo. Wir greifen mal im Dämonenportal diesen wunderbaren Freund hier an und ich hoffe doch mal, er fällt. Oh, den hatten wir schon angegriffen. Genau, er war ja am Leben. Ah, so eine Verschwendung von dem Tag. So eine Verschwendung. Genau wie Balu, der Bär. Balu, der Bär. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Der Balu könnte doch auch mal fallen. Das wäre wunderbar. Ich hätte Spaß. Denn Balu hat dicke Eier. Ja, das wird halt passieren. Ich glaube, da gibt es so ein Informationsvideo. Und in der Zeit halt kein Livestream am Wochenende. Ist ja logisch. Ich kann ja schwer von der Gamescom irgendwie Livestream machen. Könnte man eigentlich machen im Hotelzimmer. Das Problem ist bloß, ich habe keine Möglichkeit. Ich habe da, glaube ich, WLAN. Soweit ich weiß, bestimmt so eine Verbindung von, was weiß ich. weiß ich nicht. So eine Adolf Hitler Leitung. Zweiter Weltkrieg und so weiter. Wo ich nicht mal ein Bild verschicken kann, was eine halbe Stunde dauert. Wenn eine bessere Leitung ist, könnte man sogar Livestream machen. Aber ich habe halt kein Gerät, beziehungsweise kein Laptop oder so. Wir haben ganz, ganz alten Laptop, habe ich. Der steht oben. Da Windows 98 läuft da drauf. Da werde ich kein Livestream mitmachen. Von daher wird das Ganze nicht passieren. Oh, Balu, was ist denn los? Balu, Mr. Bär vom Dschungelbuch. Wieso fallen sie denn jetzt nicht? Ja, wollte ich nur so vorweg mal erzählt haben, was da los ist. Und ich mache auch kein Fan-Treffen oder irgend so eine Rotze. Natürlich würde ich sowas echt gerne machen, aber ihr wisst ja, ich bin ganz schüchtern. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte eigentlich diese Zeit genießen auf der Gamescom. Natürlich würde ich die mit euch auch genießen auf der Gamescom, aber ich will halt was sehen. Ich gehe da nicht hin, um Leute zu treffen, beziehungsweise um ein Fantreffen zu machen. Das kann man später mal, wenn man 100.000 Abonnenten hat oder so. Ich will da was sehen. Das ist so der Plan. Dafür gebe ich Geld aus. Ich krieg nichts gestellt. Ich krieg kein Hotel gestellt. Ich krieg keine Karten gestellt. Ich bezahle alles selber. Von daher möchte ich eben auch was da sehen. Sonst will ich dafür kein Geld ausgeben. Ja, wir schaffen das nicht. Wir gehen mal eben schnell auf die Gilde und greifen hier den an. Den greifen wir an. Ich okay, haben ein paar Prozent abgezogen, ab wieder in den Turm, haben ihn ja 1%. Ja, ich merke mich zum Kampf, ist auch soweit. Letzter Kampf war gegen Veritas. Hoffentlich haben wir da gewonnen. Haben mich da gemeldet, ich kam nicht mal dran, von daher ist alles akzeptabel und ein dickes Nice. Dafür natürlich. In der Post haben wir ein paar Nachrichten.
Server 2 UK. Kann ich auf Server 2 UK in der Gilde? Hab um 20.08 Uhr angefangen. Um 20.08 Uhr hast du angefangen? Gibt's ja gar nicht. Char bewerten. Hi, Olaz, kannst du vielleicht mal Char bewerten? Natürlich, wenn du eine 15 Nachricht schreibst, immer mit dem schnell Delphites. Das ist der Befehl, den jeder kennt. Der ultimative beste Befehl. Delphites. Und meine Eier jucken. Soll ich mal dran kratzen? Sie stinken bestimmt. Einladung angenommen. Vielen Dank an Emmand. Hey ho, schreibt der Fotz. Entschuldigung, der Flott, der Flotz, was? Flotzweg, warum komme ich ganz auf Zwerg? Der Flotzweg. Okay, der Flotzweg, Flotzweg, was? Bin ich zu blöd zum Lesen? Da steht doch Flotzweg, okay. Hey, Zuschauer, wollte dich fragen, ob du vielleicht in mein Chat bewerten könntest, wäre total nice von dir. 100 Adel spielen, natürlich, aber ich komme gerade nicht auf deinen Namen klar. Bin ich zu blöd zum Vorlesen? Flotzweg. 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 Ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid, wenn ich irgendwie total falsch, ich lese die ganze Zeit Fotzenzwerg. Du bist jetzt der Fotzenzwerg, alles klar. Du siehst sehr traurig aus. Wir schauen mal eben, 93% SA ist auf jeden Fall akzeptabel und gibt ein dickes Nice, genau wie Tränke und Mount. Obwohl die Tränke viel geiler sind wie der Mount, aber es kann 50% Mount bei deinem SA. Ist richtig geil. Von den Werten her sehe ich auch hier keine Defizite, vielleicht, doch, sehe ich. Machst du so wenig Crit? Skill bitte Crit mehr. Glück, 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 Glück. Du hast viel zu wenig Glück. Skill bitte Glück. Dankeschön. Was ist das für eine Nachricht? Dankeschön für diese Information. Char-Bewertung, nice. Ja, natürlich. Und Einladung bzw. Gildeneinladung von der Deutsche 7. Der Deutsche 7 will, dass ich in die Gilde komme. Vielleicht komme ich nochmal. Arena-Kampf nochmal gegen Halloween. Eben schnell gewinnen. So läuft es auf jeden Fall. Und wir machen weiter auf Server Nummer 23. Dort bin ich beim Stammtisch. Hallo, Stammtisch. Wie geht's euch denn so? Ich bin der Lars. Rang 32 sind wieder 10 Ränge nach oben gesprungen. Weil wir etwas mehr Bonus wieder haben. Dadurch, dass wir einiges geschafft haben. Wir schauen mal gleich nach was. Und zwar erstmal in der Gilde vorbei geluckt. Wir haben ja die Spaßbremse des Clowns bekommen. Beim letzten Mal haben wir, hupsala, mein Mikrofon, die Kollegen, die Radiators angegriffen, wo ich alleine gegen alle noch kämpfen darf. Wie soll das denn funktionieren? Ich kann doch nicht alle wegklatschen, Leute. 3, 4, 5, 6, 12.000 Leute, das funktioniert doch nicht. Mann, 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 Mann. Ja, 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 da müssen sich mehr melden. Castor bzw. Hanrizzle, was ist denn los? Bitte ein bisschen mehr, die sich melden, beziehungsweise müssen besser werden. Schnell Delphites machen, ich mag den Befehl. Delphites, ich speichere mir den mal ab. So, dann kann ich den schneller machen. Sehr gut, Delphites. Und Urlaub, Co-Store, okay, nicht mit A. Gibt es auch Zuschauer nicht im Video, hatte ich schon vorgelesen. Das ist Urlaub, das betrifft von Blubbermax. Schicke Klowaffe, aber lieber nicht der, beziehungsweise aber Lieder, was? Aber Lieder nicht der Staubsauger. Schicke Klowaffe, aber Lieder nicht der Staubsauger. Ich kann heute nicht lesen, oder könnt ihr nicht schreiben, da steht doch Lieder. Okay. Spaßbremse des Clowns. Kein Staubsauger? Nein, leider nicht. Tut mir leid. Betreff von diesen Kollegen. Kennt vielleicht jemand einen guten... Das ist natürlich hier Privatserver, was anderes. Sehr gut. In der Gilde haben wir jetzt den Metzger, den ich normalerweise... Ja gut, schaffe ich den? Das ist auch eine andere Frage. Ich glaube nicht. Vorweg, wir können im Turm den Osterhasen hoffentlich mal besiegen. Ich hoffe, das schaffen wir und wir skillen erstmal. Na klar, Intelligenz, Ausdauer ist schon wieder alles weg hier. Bestimmte Attribute ist immer gut. Arena-Kampf gegen den Joy oder gegen die Joys. Oder Joy, 16, 12 geworden, Rang 32 ist auf jeden Fall akzeptabel. Wir sind etwas höher gekommen mit der Spaßbremse des Clowns in der Ehrenhalle wieder und das gefällt mir. Nice. Sehr gut. So, dann gehen wir in den Dungeon und werden hier erstmal den wegklatschen. Ja, wir haben den letztes Mal auch nicht geschafft. Ach, alles blöd. Der Jan ist eine Herausforderung, die wir leider nicht schaffen. Wir brauchen es gar nicht weiter versuchen. Und im Turm haben wir nun jetzt 1% mehr. Halt, stopp. Bevor wir das jetzt versuchen, versuche ich erstmal den hier. Aber 16% werde ich nicht abziehen. Werde ich niemals abziehen. Brauchen wir gar nicht versuchen. 16 sind viel, 16% richtig viel. Guck mal, wie viel Ausdauer der hat. Die Ausdauerzahl ist so weit draußen, dass das wird nichts. Vielleicht 5, 6, 8%, aber nicht 16%, Leute. Ihr seht ja, das wird nichts. Leider, leider nicht, weil der viel zu viel AP hat. Aber ich schieße die ganze Zeit mit Kuchen ab. 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 Kuchen sind so schön. Gerne ins Gesicht. Kuchen, Kuchen. Darf ich noch einen Hit machen? Ja, noch ein Hit. Sehr gut. Gut was abgezogen. Ich hoffe mal, dass wir den heute noch schaffen. Und habe ihn auf 9%. Von 16 auf 9%. Nicht schlecht, gefällt mir. Und werden jetzt nochmal versuchen, hier den Osterhasen umzuhauen. Vielleicht mit den nächsten Prozenten. Natürlich durch das Dämonenportal, wenn wir das besiegen. In der Gilde bekommen wir 1% mehr Bonus. Aber der war immer sowas von knapp, der Osterhase. Letztes Mal gestern. Oh Leute, ich habe fast einen Orgasmus bekommen, weil es so knapp war. Unter 50% durch die Begleiter, dann fällt er. Dann fällt er sowas von.
Unter 50% durch die Begleiter. Unter 50% durch die Begleiter. Unter 50% durch die Begleiter. Unter 50% durch die... Ah, ah, ja, Krieger, geil. Mage ist gut. Kundi, Kundi, nein. Kundi, 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 bitte hau einmal einen raus. Heute einmal. Einmal aber nur. Das kann's sein, Leute. Das kann's sein. Es ist aber nicht. Warum gebe ich das nicht meinen Magier? Ist aber schon besser, oder? Ja, ist besser. Klar, nimm's jetzt. Nimm's, Magier! Sehr gut, Mate. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir einen Dreher. Jetzt muss der Kundi noch ein bisschen Gas geben, dann läuft's. Krieger ist okay. Cool. Yo, Mate! Was ist das denn? Jetzt denkt sich der Kundi, scheiß doch auf den. Ich mach's einfach allein. Nicht schon wieder. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Nice. Oh, ist das geil. So gut. Danke, 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 danke. Er ist tot. Oh, ich liebe es. Ich liebe es so hart. Oh, ist das geil. Orgasmus incoming. So was von eine geile Scheiße. Wieso denn nicht gleich so? Wieso? Wieso? 396. Ist schlechter. Scheißegal. Alle Attribute hier für einen Krieger ist mir wurscht. Will ich nicht haben. Lass ich in meinem Inventar drin. Ist das geil, Leute. Ist das geil. Ich raste hier völlig auf. Das kannst du noch ins Klöchchen. Meine Fresse, ist das eine geile Scheiße. Wir haben es geschafft. Wir haben den nächsten im Turm geschafft. Die Etage 82 ist geschafft. Jetzt kommt 83 und wer ist 83? Na klar, der Bär. Der Honigbär. Wir haben auch einen Bär auf Server 22 und da haben wir auch einen. Der Bär, Leute. Da steppt der Bär. Nicht Baloo, sondern der andere. Das ist mehr auf Winnie Pooh bezogen. Oh, ist das gut, Leute. Wir haben 1% mehr Gold. Ich hätte lieber 1% mehr Damage im Dämonenportal. Aber egal. Ist okay, ist wieder was down. Von daher, damit können wir leben und wir finden es auch gut, oder nicht? Ich finde es auf jeden Fall so dermaßen geil. Meine Fresse, ich bekomme gleich einen Orgasmus. So eine geile Scheiße. Oh, ist das gut. Ist das gut. Yes, 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 yes. Wir können den Rest noch ein bisschen skillen. Wir haben noch was bekommen. Yeah, yeah, da greifen wir mal Arena an, greifen den hier an und gewinnen natürlich. Rang 31. Yeah, yeah, yeah. Ich bin gerade so fröhlich, Entschuldigung. Weiter geht's aus Server 2, UK. Wurde mir ja gesagt, Biver hat mir befohlen, ich soll auf die Gilde achten, beziehungsweise Server 2 UK sollen sich ganz, ganz, ganz viele Leute bewerben, beziehungsweise hier loslegen. Server 2 UK, ab sofort wieder Action, Party, total die geile Scheiße. Server 2 UK, meldet euch an über den Link in der Beschreibung, geht dort einfach auf UK, United Kingdom, gibt auch einen kleinen Mini-Bonus für mich, einfach draufklicken zum Spiel, wählt dann oben United Kingdom auf, Server 2, geht dort drauf, ich bekomme einen Bonus, ihr spielt mit, schreibt den Biver an, ganz wichtig, Biver anschreiben, nicht mich, und dann geht es los. Leute, dann geht es richtig los. Clan-Einladung, Bewerbung und hallo. Hallo, Gildenkameraden. Kannst du meinen super geil, was? Kannst du super geil, nice aus den Char bewerten? Nein, weil du keine schöne Nachricht geschrieben hast. Tut mir leid. Und, bewerbt euch beim Biver. Es ist auf jeden Fall einiges passiert hier, Server 2 UK. Wir sind wieder am Start und wir brauchen noch so viele Leute. Von daher, bitte, bitte kommt vorbei. Wir werden Spaß haben. Ich werde auch wieder fleißig auf Server 2 UK aktiv spielen. Das Geile daran ist, unser Guild ist Rang 15. Wir können oben mitspielen. Das machen wir auch. Los, Leute. Server 2 UK. Link in der Beschreibung. Anmelden. Los, 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 los. Gas geben, Gas geben, Gas geben. So, erstmal warten. Oh, da geht schon los. Da geht schon los. Da geht es schon los. Da geht es schon los. Eine neue Waffe, da geht es schon los. Ja, Midi-Balls, kleines, feines Update, gefällt mir. Ich werde vielleicht beim Epic-Event hier bei blättern. Das könnte passieren, da wir echt hier die Möglichkeit haben, Top 100 mitzuspielen mit dem und oben in der Gilde. Halt, das ist schlechter, deswegen brauchen wir das nicht. Also auf jeden Fall auf Server 2, UK melden, Link, Beschreibung, Server United Kingdom oben auswählen und los geht die wilde Fahrt. Leute, wir brauchen euch, bitte bewerbt euch, bitte, 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 bitte und spielt aktiv 100 Alu, bitte, bitte, oder 300, ist mir egal, kommt bitte, bitte, bitte. Ja, wie geht's aus Klöchchen, Popöch, knall da erstmal die Scheiße rein und zwar das. We will magic in the... Was? Habe ich das nicht an? Was ist denn... Was ist denn schon wieder los mit mir? Das muss angezogen werden. Moment. Moment, ich wollte gerade das Schild meinem Begleiter geben. Begleiter und Schilde. Lars, du bist wieder sehr schlau. Du bist der schlauste Mensch der Welt. Rein damit. Das kann dann weg. Die Waffe können wir unserem Begleiter geben. Ach, ich habe so einen Ohrwurm von... We will magic in the summer. Copyright Strike auf Lars im Video. Wegen diesem guten Gesang. Ziehen wir an. Sehr gut. Das kann dann weg. Sehr, sehr, sehr geil. Der Rest war nur Kacke. Unsere Tränke laufen noch bis zum 9.8. Ist nicht mehr lange. Ah, der Ausdauertrank ist nicht mehr lange. Finden wir vielleicht einen neuen Ausdauertrank. Stärketrank nehmen wir auch gerne. Mit einem Ausdauertrank wäre halt richtig dermaßen geile Scheiße, dass wir total... Entschuldigung, aufstoßen. Dass wir total einfach auch mal auf den Tisch klatschen werden, unseren Penis. Das ist ein Glückstrank. Auch gerne mitnehmen.
Stärke, Stärke, Stärke. Keine Stärke. Weiter, 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 weiter. Wir brauchen Stärke, 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 Stärke. 563. Ja, nehmen wir auch Dankstand. Wieso denn nicht? 564. Ah, nee, Pixel langsam austauschen. Da ist ein Ausdauertrank und Stärketrank. Sehr gut. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Und nice. Ist sehr, sehr nice. Das geben wir unserem Begleiter, der natürlich hier sitzt. Bitteschön. 540, 47 ist halt ein minimales Update. Und wir müssen noch verzaubern wieder. Zack. Verzaubert und den Rest verskillen wir auf 1700, 1500. Wir müssen echt mal ein bisschen Glück skillen. Wir skillen auch ein bisschen Glück, Leute. Psst. Niemand verraten, wir skillen Glück als Krieger. Arena-Kampf gegen den Diabolika. Diabolika. Haben wir gewonnen gegen diese wunderbare Dame. Gehen dann in den Dungeon und greifen erstmal hier den Führerhaufen an. Der Führerhaufen. Erstmal den hier. Ich hab ein bisschen abgezogen. Ich, okay. Wir haben ja hier 3 geschafft, sind bei 4. Ist gar nicht mal so schlecht. Und werden jetzt auf jeden Fall mal das Biest versuchen. Auf das Biest, ja, das Biest, das ist natürlich, das Biest ist krass. Das werden wir bestimmt nicht umbauen jetzt. Muss zum Kampf melden, ist auch okay. Letzte Kampf war wie folgt, haben wir da gewonnen. Wir haben sogar Pilze eingesetzt. Was haben wir denn für Pilze hier? Oh, es war knapp. Übrigens noch was auf Server 2 UK. Ab sofort muss man, warte, Moment, wir schreiben das eben rein hier. Wichtig. Ab sofort täglich ein Pilz in die Gilde spenden. Danke! Sehr gut. Ab sofort muss man einen Pilz spenden immer in die Gilde, damit wir einen Vollausbau bekommen. So, mache ich auch immer. Dann schaffen wir das. Wir brauchen nämlich hier noch ein bisschen. Das heißt, Leute, bitte auch dann einen Pilz spenden. Dann sollte das passen. So, wir gehen jetzt erstmal ins Dämonenportal. Beziehungsweise versuchen wir den Führerhaufen. Der Führerhaufen. Der Führerhaufen will nicht fallen. Das ist ja ein bisschen blöd. Der Führerhaufen. Da waren wir ja schon. Bis morgen. Die Schnee können wir vielleicht versuchen, aber keine Pilze. Von daher brauchen wir es nicht. Gehen nochmal in die Gilde und greifen dann mal hier. Haben wir auch schon gemacht. Wir haben jetzt alles angegriffen, was geht. Das ist ja ein bisschen blöd. Egal. Heute Abend gewinnen wir schnell noch. Noch alle spielen. Okay, heute Abend gewinnen wir schnell noch alle spielen. Alles klar, alles klar. Also, Server 2 kann ich jedem nur empfehlen. Meldet euch beim Biver. Zur Not bei mir, wenn der Biver nicht erreichbar ist, ganz zu Not, also nur wenn es ganz wichtig ist. Sonst, wenn ihr Bock habt, Server 2 UK, Link in der Beschreibung, anklicken, Open auswählen, United Kingdom ist Großbritannien. Geht auf Server 2 UK, also die Adresse ist server2.co.uk, also server2.sfgame.co.uk, also UKCO, wisst ihr Bescheid, und meldet euch mit dem Biver und wir brauchen euch unbedingt Level 1, 100 Alu, scheißegal, kommt rein, kommt doch rein und lasst uns zusammen auf jeden Fall hier was reißen. Server 2 UK ist auf jeden Fall, da ist was drin, Leute, da ist was drin und wir können da oben mitspielen, wir sind Platz 15, wie schon gesagt, und die Gilde war sowas von krass inaktiv, von daher, ich guck mal hier, 2 Leute, Level 9, 2 Leute sind Level 9, beziehungsweise Rang 9 hier. Da kann man oben mitmachen. Und von daher würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ihr seid ein Haufen super nice Boys. Reingehauen und tschüssi. Nice. Ich liebe euch.